Hallo ihr Lieben. Ja, mal ein kleines Zwischendurch-Video. Ich sitze hier gerade schön in der Mittagspause und rauche meine gute alte Rainer Barbie-Pfeife. Unterwegs benutze ich übrigens gerne das Bentley-Feuerzeug. Eine ganz einfache Geschichte. Stopfer integriert. Vernünftig nachfüllbar. Ja. Sehr praktische Sache. Ja, was möchte ich euch heute erzählen? Ich möchte einmal auf den Björn eingehen. Und zwar hatte der Björn die Schnittarten, die verschiedenen Schnittarten und Schnittbreiten der Tabaka angesprochen. Und grundsätzlich da gebe ich ihm natürlich recht, weil es war ja richtig, was er erzählt hat, dass welche verschiedenen Arten es dort gibt und so weiter. Was mir allerdings auch noch aufgefallen ist, und das ist mir mittlerweile eigentlich schon fast wichtiger, klar, bei ganz grob geschnittenen Tabaken sagt man schon, die brauchen etwas mehr Füllvolumen. Wolle hat das ja auch nochmal angesprochen und hat gesagt, ist das wirklich so in dem Bereich oder ist da auch vielleicht auch viel, viel mehr mit dabei? Was mir eigentlich persönlich eher aufgefallen ist und was mir eigentlich wichtiger noch fast ist, das ist eigentlich die Feststellung, die ich gemacht habe, ist, dass es halt einfach Tabakhersteller gibt, deren Tabake brennen bei mir einfach viel besser. Ich weiß, dass da bei manchen jetzt natürlich so ein Fragezeichen aufgeht und sagt, vor langen Jahren war ja auch mal das Thema Brandbeschleuniger, nicht lachen, die heißen wirklich so, in den Tabaken ein Thema. Das waren ja oder sind Zusätze, auch im Zigarettenbereich wird da ja drüber spekuliert, die auch gesundheitsgefährdend sein sollen, etc. pp. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube auch von der Konditionierung, vielleicht auch von der Verarbeitung der Tabake her, muss nicht unbedingt was mit dem Feuchtigkeitsgehalt zu tun haben, gibt es tatsächlich Hersteller, wo ich einfach das Gefühl habe, deren Tabake brennen bei mir einfach wesentlich besser. Ein Beispiel ist da sicherlich McBaren. Ich habe schon durchaus das Gefühl, dass deren Tabake bei mir einfach wesentlich besser im Abbrand sind. Ich will das mal als Beispiel sagen. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel den Virginia, den Pure Virginia in der Pfeife und hatte gestern, habe ich zum Beispiel nochmal von DTM den, wie heißt er denn noch? Fällt mir gleich ein. Über einen DTM-Flake in der Pfeife und es ist durchaus so, dass ich sagen kann, bei meinen Rauchgewohnern, das ist sicherlich eine ganz, ganz individuelle Geschichte, brennen die McBaren-Tabake, egal ob jetzt Flake oder nicht Flake, deutlich besser als die Tabake von DTM. Das hat nichts mit der Qualität zu tun, das möchte ich damit nicht sagen. Natürlich sind die Tabake von DTM mindestens genauso hochwertig wie die von McBaren. Aber scheinbar ist die Konditionierung oder auch die Verarbeitung oder das Endergebnis, was McBaren da liefert, für mein persönliches Rauchverhalten einfach wesentlich passender. Mag für den nächsten wieder völlig umgekehrt sein, ganz klar, logisch. Aber in dem Fall ist es so, dass es also wie gesagt, ich gucke mittlerweile ehrlich gesagt teilweise nicht so danach, wie ist er geschnitten. Gerade bei Flex ist es ja so, den kann ich mir ja selber so aufbereiten, wie ich möchte. Oder kann ja jeder so machen, wie er individuell möchte. Und sondern guckt teilweise wirklich danach, dass ich sage, okay, welcher Hersteller ist das? Weil ich ganz klar weiß, der oder der Hersteller, das funktioniert bei mir einfach besser in dem Sinne. So sieht das aus sozusagen. Ja, bedanken möchte ich mich nochmal bei all den lieben, netten Kanal-Usern, die mich in letzter Zeit abonniert haben. Ich habe festgestellt, ich habe mittlerweile 700 Abonnenten. Das hat sich bedingt natürlich durch meine vielen Videos, die ich gerade jetzt im Urlaub gemacht hatte, hat sich deutlich gesteigert. Aber auch, weil der ein oder andere von euch mich verlinkt hatte oder erwähnt hatte in seinen Videos, wie Bernd gerade zuletzt. Dafür nochmal vielen Dank. Ist jetzt nicht so, dass das jetzt für mich unbedingt ein sehr erstrebenswertes Ziel ist, da möglichst viele Abonnenten zu haben. Aber es ist schon so, dass man sich natürlich freut, wenn die Zugriffszahlen steigen, weil man investiert ja auch eine gewisse Mühe und Herzblut in so eine Geschichte. Und da ist es einfach schön, wenn man dann sieht, dass dann auch einfach Leute da sind, ja, die sich das angucken. Das macht dann Spaß. Spaß ist das Thema.
Und zwar, gestern Abend um 22.36 Uhr kriegte ich ein ganz, ganz dickes Grinsen ins Gesicht, weil nämlich ich eine E-Mail bekam aus USA. Und zwar teilte mir die Firma Smoking Pipes mit, dass der Tabak, ihr kennt alle die Geschichte, meine USA-Tabakimport-Drama, mein Drama in dem Bereich. Und ich bekam, wie gesagt, gestern Abend um 22.36 Uhr eine E-Mail von smokingpipes.com, dass der Tabak doch mittlerweile wieder bei ihnen eingetroffen ist. Ich weiß nicht, wie die Kollegen vom Zoll den zurück, ich vermute mal, der wird mit irgendeinem Bananendampfer oder was darüber geschippert sein. Auf jeden Fall ist er wieder bei den Amerikanern eingetroffen. Und sie haben ihn mir gut geschrieben. Sprich, ich habe einen Refund auf PayPal bekommen. Natürlich nicht die Versandgebühren. Kann ich verstehen. Hätte ich an deren Stelle wahrscheinlich als Kaufmann auch nicht gemacht. Aber zumindest habe ich, und das waren immerhin 120 Euro, habe ich 120 Euro zurückerstattet bekommen. Ich gebe ganz ehrlich zu, ohne da den Damen und Herren vom Zoll irgendwas unterstellen zu wollen, ich habe da nicht mehr mitgerechnet, sondern die hatte ich eigentlich geistig schon abgeschrieben oder im Kopf schon abgeschrieben, wie man so schön sagt, Konto Lebenserfahrung gebucht, weil ich gedacht habe, klar ist das beim Zoll rausgegangen, die sitzen da nicht nochmal drauf. Aber irgendwie kann es ja unterwegs auf dem Versandwege, wer weiß wohin geraten, und das Ganze ist vielleicht nicht mehr auffindbar oder was, keine Ahnung. Aber wie gesagt, es ist da wieder angekommen. Man sieht also auch meinen Optimismus, den ich ja im Jahresrückblick-Video 2016 auch nochmal ausführlich dargestellt hatte, hat mich mal wieder belohnt in dem Moment. Ich habe das Geld auch sofort wieder in Tabak umgesetzt, wie sich das natürlich gehört, um da auch meine Karma-Punkte zu behalten. Sprich, ich habe bei Tabaktreber habe ich, lass mich überlegen, ein Kilo? Ja, ein Kilo von dem Vintage Syrian bestellt, sprich 10 Dosen von den 100 Gramm Dosen. Solange es die noch gibt, denke ich mal, möchte ich mich damit bevorraten, und ich vermute mal, es wird auch nicht die letzte Bestellung in der Größenordnung gewesen sein, die ich gemacht habe. Gut, muss alles bezahlt werden. Ergo, die 200 Euro, die das kostet, hatte ich jetzt mir für Januar da in dem Bereich auch gebucht. Aber davon, jetzt kostet ja nur noch 80 Euro, wenn man es so sich schön rechnen will. Da bin ich sehr gut drin, fragt meine Frau. Also das kann ich ganz gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, konnte ich dann gestern Abend mit einem breiten Grinsen in den Schlaf gehen, weil, wie gesagt, das Geld zurückerstattet wurde und alles ist gut ausgegangen. Jo, dann würde ich sagen, Mittagspause ist auch gleich vorbei, sprich, ich darf wieder ans Werk, frisch ans Werk. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.